Großes Interesse weckte am 2. März 2010 die Bürgerversammlung im Gemeinschaftshaus Langwasser. Eröffnet hat diese unser Oberbürgermeister Dr. Ulrich Mahli. Nach seiner Ansprache wurden in einer Multimedia-Präsentation die Hauptthemen der Bürgerversammlung gezeigt. Angesprochen wurden Bereiche aus Verkehr, Umwelt, Soziales, Bildung, Kultur und das Wohnen in Langwasser. Im Anschluss wurde jedem Bürger die Möglichkeit gegeben, sein Problem oder Anliegen direkt der Stadtführung mitzuteilen. Zu den angesprochenen Problemen wurde daraufhin Stellung genommen. In diesem Jahr haben die Bürger etwa die Stauberhöhung durch Blätter und Streumittel, eine zu geringe Größe des Langwasserbades, den, so wörtlich, ignoranten Umgang mit Kunstwerken durch die Bauverwaltung sowie den ungünstigen Standort des geplanten interkulturellen Gartens bemängelt. Ein wichtiger Punkt für die Bürger Langwassers waren allgemein verbesserte Lärmschutzmaßnahmen, die den Lärm durch die Bebauung der Rangierbahnhofsiedlung sowie durch den U-Bahn-Betriebshof Schafreitering reduzieren sollen. Der Stadt ist die Lärmsituation bekannt und ein großes Problem. Es laufen bereits Untersuchungen, wie Lärm am sinnvollsten verringert werden kann. Des Weiteren wurde von Bürgern auf eine fehlende Schaukel an der Giesbertstraße, die schnellstmöglich ersetzt wird, und die Belastung durch falschparkende LKWs, wobei der Servicebetrieb öffentlicher Raum, kurz SÖR, prüfen wird, ob Verbotsschilder aufgestellt werden, hingewiesen. Wir haben bei Herrn Dr. Ulrich Mahli nachgefragt, welchen Stellenwert die Bürgerversammlung in Langwasser hat. Wir haben etwa 20 Bürgerversammlungen im Jahr, die allerdings unterschiedlich gut besucht sind. Die Langwasserer ist immer eine, die relativ voll ist. Langwasser ist der größte Stadtteil der Stadt, ist ein besonderer Stadtteil durch seine Geschichte, seine Bebauung. Und insofern ist es für uns nicht die einzige Begegnung, weil wir ganz viel in Langwasser sind und uns kümmern, aber sozusagen die Zusammenfassung aller dichten Langwasserprobleme. Die Versammlungen selber haben einen ganz unterschiedlichen Charakter. Der hier war heute, finde ich, sehr informativ. Wir nehmen eine Reihe von Punkten mit, die wir abarbeiten müssen. Es gibt auch Abende, da wird man 3 Stunden lang nur beschimpft. Auch das gibt es als Bürgerversammlung. Aber auch das ist wichtig, denn das ist ein Zeichen dafür, dass die Leute sich über irgendwas ärgern, dass ihnen was stinkt an uns. Und das ist auch ein Stück Stadtspitze natürlich zum Anfassen. Man steht sich direkt gegenüber, man kann sagen, was habt denn ihr Deppen da wieder Blödes gemacht. Auch das hat eine wichtige demokratische Funktion. Die nächste Frage, welche Themen waren Ihnen wichtig, heute Abend anzusprechen? Also wir haben ja gehört vom Bad, das neu gebaut wird, wir haben gehört vom Südklinikum, das erweitert wird. Sind das die zentralen Themen oder geht es einfach nur darum, einen groben Überblick zu verschaffen, was in nächster Zeit passiert in dem jeweiligen Stadtgebiet? Ich glaube, dass die Zentralität eines Themas nichts damit zu tun hat, wie viel Geld wir jetzt ausgeben. Also das kann der Erweiterungsbau des Klinikums weniger Probleme machen als ein fehlendes Verkehrsschild. Also man muss, das ist auch die Kunst in der Kommunalpolitik, das große Thema eigentlich genauso wichtig nehmen wie das kleine Thema. Der Hundekot, die schlecht geräumte Straße. Denn subjektiv ist der Ärger möglicherweise um irgendeine Kleinigkeit größer als um irgendein großes Thema. Wir nehmen alles ernst und bei den Kleinigkeiten können wir es oft leichter abstellen, während große Wünsche natürlich oft Jahre brauchen, bis sie erfüllt sind. Langwasser ist ein ganz besonderer Stadtteil. Ich habe mich in den Jubiläen der letzten Jahre viel auch mit der Geschichte befasst. Es ist ja ein geschichtsträchtiger Ort durch die Lager, durch die Reichsparteitage. Und es ist, so wie ich es heute auch gesagt habe, einer der gelungensten Trabantenstädte in Deutschland. Es gibt wenig Trabantenstädte, Neubausiedlungen, in denen es so friedlich zugeht wie bei uns in Langwasser. Es gibt wenig, in denen sich so viel Stadtteilkultur und Identifikation herausgebildet hat. Man ist Langwasseraner und man bekennt sich auch dazu. Man schämt sich nicht, hier zu wohnen, sondern sagt es voller Stolz. Es gibt wenig Trabantenstädte, wo die soziale Mischung so gut funktioniert, zwischen Einfamilienhausgebieten und Hochhausgebieten und alle eigentlich miteinander auskommen. Insofern würde ich schon sagen, Langwasser ist was Besonderes, was besonders Grünes, aber auch an vielen Stellen was besonders Gelungenes. Nicht problemfrei, aber gut gelungen. Vielen Dank, Herr Dr. Mahli, für das Interview.